Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem zweiten Let's Play Medien 2. Beim letzten Mal, da war ich ja noch Level 29 und jetzt bin ich ja schon Level 32. Wir kommen langsam auf die 35 zu für Milligaul. Milligaul ist ja schon Kampfgaul. Und dann brauche ich das Siegel nicht mehr, dann spare ich mir das Siegel. Und ja, ich habe auch ein bisschen gefarmt, aber viel ist nicht passiert. Nur ein Durchschlag FB, Stück Edelstein. Oh, da haben wir schon wieder Metin. Bufu. Bufu, und die klappen wir mal ganz schnell. Und Reck kann ich natürlich jetzt auch nehmen. Macht dann tue ich jetzt auch mehr Schaden. Jetzt mache ich 600 statt die 200. Kommen aber noch die Ibis dazu. Und Ebenholz Armband. Dann mache ich natürlich auch mehr Schaden. Und joa, nehmen wir mal Schild ab, dann sind wir auch ein bisschen schneller. In den Medien war jetzt leider nichts drin, wo man 33, 32 optimal droppen sollte, droppt man wieder nichts. Was ich sagen wollte ist, irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, ich spiele bald auch mit dem Hauptaccount, da mache ich auch ein paar Videos von. Und klar, schreibt wie gesagt alles in den Kommentaren rein, was ihr noch verbessern, was ich noch verbessern könnte oder andere Ideen, Vorschläge, die ihr habt. Und ich werde natürlich auch ein paar Duelle reinpacken in den Videos bald. Natürlich brauche ich ein besseres Equipment, weil wenn ich kein gutes Equipment habe, dann kann ich auch kein Duell machen. Ja, wo sind denn die ganzen Mädchens? Genau, dann haben wir hier eine Kombo-Beherrschung gedroppt, Edelstein, VWK, und wie gesagt, der Durchschlag ist bis jetzt das beste FB, und die anderen bringen eigentlich nur 50 bis 100k. Andere würden sie einfach liegen lassen, die FBs. Aber ich heb die gerne auf, weil das sind immer 100k. Wenn man nichts anderes hat, dann kann man sich das nämlich auch verkaufen, und dann das Stück Edelsteiner. Ich bin überlegen, ob ich dann Ebis flappe. Dann sind sie schon mal plus 5. Ich glaube, das mache ich, glaube ich, jetzt auch. Geld haben wir ja genug. 450k, da reicht ja erstmal. Ob es sich lohnt, ob es klappt oder nicht, das ist jetzt die Frage. Oder ob ich mir selber direkt eben Holzohrringe pimpe. Na, wir gucken mal. Ist ein Glücksspiel. Würde ich jetzt sagen. Ist ja alles mit Glück zu tun. Auch mit den FBs und so. Oh, hier war auch ein Mädchen. Sieht halt nicht geil aus. Tausende von Stücken. Zerrissene Mädchen. So. Man sieht es bestimmt noch, die ganzen Leute sind hier überall am Blinken. Ich mach die Quest nicht, weil die sind mir dann zu blöd, einfach alle zu machen da, nur damit sie weg sind. Und viel kriegt man dadurch auch nicht, vor allem wenn ich ein Siegel habe, das reicht mir eigentlich schon. So, erstmal die anderen Ohrringe, weil wenn die fehlschlagen, dann habe ich jetzt, so wie gesagt, wie jetzt gerade ein volles Problem. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, nein. Kaputt gegangen. Scheiße. Scheiße. Oh, fuck, 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 fuck. Ich hab's gewusst. Die hab ich bestimmt nicht. Mit Bonis, nein. Scheiße. Ah, gut. Ist Glückssache, ne? Dann kaufe ich mir ein paar. So. Bisschen ordentlich machen. Das kann dahin. Das kann dahin. Das kann dahin. Das kann dahin. Das wegpacken. Das weg. So. Das kann auch weg. Die VWK tun wir mal zur Seite. Goldschuhe. Ne, brauche ich nicht. Ich habe einmal silberne Schatzrohr, so und einmal mit Plus. Ich glaube, da kaufe ich mir sogar einen Schlüssel für.
für die Schatztruhen. Müssen wir mal ein bisschen zusammenpacken. Und bestimmt wieder ein Hacker hier. Ja, war ja klar. Also, schreibt mal eure Meinung in den Kommentaren, wie ihr das Verhalten zu den Hackern findet, weil ich finde das einerseits total scheiße, weil man dann überall nicht mitleveln kann, weil die Monster dann so schnell wieder weg sind. Haben schon mitten in der Dunkelheit. Und man kann einfach gar nicht mehr mitmachen. Wenn man dann selber gerade eine Gruppe zusammengepult hat oder zwei, drei Gruppen zusammengepult hat, dann kommen die und hauen eigentlich alles kaputt und droppen dann meistens auch die Sachen. Weil es gibt ja auch Hacks, die habe ich schon selber mitgekriegt. Dann steht da euer Name drauf und andere können halt aufheben. Und das finde ich nicht richtig. Dagegen sollte man auf jeden Fall was machen. Nur auf der Hauptseite bei mir zwei steht ja schon, dass sie jetzt den Server Cetra, ich spiele auf Server Cetra, zugemacht haben, gegen die Hacker vorgehen zu können. Was ich einerseits komisch finde, aber wenn es was bringt, dann ja. Da kommen aber viele Bögen jetzt auf einmal raus, ne? Gut, dass wir Fall erfahren. Ja, die Schuhe, die... Glück gehabt mit den Lederschuhen. Oh, geht aber recht flott runter, der Mädchen. So ist das ja nicht. Ja, Aura ist ausgegangen. Direkt mal wieder anmachen. Und was ich gut am Siegel finde, ist, man kann es ja an jedem Level tragen. Und damit kann man farmen und gleichzeitig leveln. So ist das ja nicht. Oh, roter Trank. Die sammle ich aber auf. Na gut, jetzt ist sonst nichts rausgekommen. Scheiße. Ja, also am Equipment wird sich auf jeden Fall was ganz extrem ändern. Weil ich sehe nicht ein, mit vierer Sachen oder Crap-Bonis rumzulaufen. Vor allem, wenn die Sachen plus 9 sind oder nur plus 4 und haben dann Crap-Bonis. Aber auch habe ich keinen Bock. Wenn schon, sollten sie halt schon, wenn schon, denn schon, sag ich immer, ne? Also dann schon plus 9 am besten. So. Und dann kann man auch die Bonis da drauf haben. Nicht irgendwie 1,5 oder so und dann... Also 1,5, ja, eventuell schon, wenn da richtige andere Bonis drauf sind. Aber nicht mit 1k TP und hier 2% und da 3%. Na gut, dann hat er 5 Bonis, ist es plus 8. Klar, nicht schön, eine relativ schön, klar. Mit 1k TP, aber warum warum nicht 2k TP und dann trotzdem hier Dings. Bessere Bonis. Oh, da ist schon wieder ein Mädchen. Haha, ist sogar noch voll. Voll. Voller Mädchen. Aura an. Kampfrausch. Und dann direkt mal umkloppen alle. So. Ich hoffe, der Sound ist nicht so laut von Mädchen. So hoch habe ich den auch wieder nicht. So. 700 Damage ist so was. Mit 32. Und dann kommt noch Kampfgaul dazu. Und unser FB. Yeah, verzauberte Rüstung. Egal. So, kloppen wir die immer hier um. Wir droppen mal vielleicht ein Stück Edelstein. Nein, ich will keine Gruppe. Warum laufen die jetzt zu dem dahin? Unverschämtheit. Unverschämtheit. Was ist eigentlich mit dem Tigerpanzer? Warum habe ich den nicht aufgehoben? Ah, keine Bonis. Weg damit. Keine Bonis hat, kann wieder weg. Die anderen haben schon mal einen Töp runtergeschmissen, plus 2 gedroppt aus dem Mädchen. Und da habe ich gedacht, komm, hib's mal auf. Und dann dack, war nochmal 2k TP drauf. Da habe ich da versucht zu pimpen, bis plus 6 ist. Und dann von plus 6 auf plus 7 ist es kaputt gegangen. Ja, das ist schlecht. Und hier sind überall die Scheiß-Hacker. Hackt der auch? Anscheinend nicht. Aber hier, das ist... Als würden die Games dagegen nichts machen können. Das müssen einfach nur mal hier rumlaufen, so wie ich jetzt. Und dann sehen sie, da und hier und da. Dumme Hacker, kommt her, ich hau euch mit Monster weg. Was mich auch interessieren würde, was ist, wenn man hier bei den Hackern mitkloppt? In die Monster. Ist das verboten oder zählt das auch als Fremdprogramm benutzen? Theoretisch. Und hier und wieder die Gilde.
Ne, nicht der, sondern der andere ist ohne Gilde dann. Überall die Hacker. Das kommt eigentlich immer komisch vor, wenn die Leute schon Level 10 sind, sind schon ritterlich. Oder Level 15 ritterlich. Das kann einerseits nicht sein. Sehe ich selten. Das sind halt meistens Farmer oder Leute, die. Ja, die Leute tun dann Farmen. Oh, kommt ein Mädchen, der Eierversuch. Ist das geil? Ist das geil? Leute, die tun dann Sachen farmen, wie Bärengalle oder so. Aber die haben dann, sind dann auch noch nicht so sofort ritterlich. Auch die sind. Die Hacker, die sind überall. Im Gildenland, in der Wüste und. Was auch immer komisch vorkommt, ist, wenn zum Beispiel einer drei Läden hat, mit einem Laden voll mit weißen Perlen, zweiten Laden voll mit roten Perlen, dritter Laden voll mit blauen Perlen. Das ist natürlich klar, dass das ein bisschen komisch vorkommt, vor allem wenn da schon lange kein Event mehr war, um Perlen zu kriegen. Und so viele Muscheln kann man sich gar nicht erangeln, um die Chancen zu haben. Egal wie gut die Angel ist. Ich habe schon Angeln gesehen, waren schon plus 6. Aber trotzdem, die habe ich dann auch mal gekauft und ausprobiert und auch nach 2 Sekunden hochgezogen. Hab dann natürlich auch ein Inver voll mit Fischen gehabt. Nach ein paar Stunden, ich glaube 2,5 Stunden oder so, habe ich mal dran gehangen. Leider haben wir das FB jetzt nicht gekriegt. Aber ein Magiestein, der ist aber nichts wert. Und ich habe dann nicht eine Muschel rausgekriegt. Und wenn andere da 3, 4, 5, 7, 8 Läden haben mit nur Muscheln. Kann nicht richtig sein. Da muss ja schon der ganze Gilde dran oder ein ganzes Team von Stunden, Tagen dran gesessen haben, die zu sammeln. Oder eher gesagt zu angeln. Und das kann ich mir nicht vorstellen. So, jetzt kommen wir leider an die Zeit wieder ran. Ich glaube, das Video läuft schon 12 Minuten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, so wie immer. Klar, ne? Wie gesagt, schreibt in den Kommentaren, was ihr zum Video, zu den Hackern, Videoverbesserungen, allgemein, schreibt da rein, was ihr gerade denkt. Bewertet das Video natürlich gut und haut rein, Leute. Ciao.